Hey Leute, ich bin Inge und ihr seid auf meinem Travelblog gelandet. Wir reisen für ein halbes Jahr durch Südamerika und jetzt sind wir in Rio de Janeiro mit Zwischenstopp in São Paulo. Wie bereits beim letzten Mal berichtet, sind wir mit dem Nachtbus von Florianopolis nach São Paulo gefahren. In São Paulo waren wir dann nur 2 Nächte, weil wir dann mit dem Bus weiterfahren wollten nach Rio de Janeiro. Wir haben ein sehr schönes kleines Hostel gefunden. Das war das Hobby-Hostel. Die haben Mehrbettdorms oder auch Doppelzimmer. Und der Inhaber macht bei einem Projekt mit zur Begrünung von São Paulo. Bedeutet, dass er in seinem Garten Pflanzen großzieht, die er dann in der Stadt einpflanzt. Die Pflanzen tragen alle Früchte, sodass sich dann Passanten oder gerade halt auch Obdachlose dort bedienen können. Natürlich dauert das Projekt ein paar Jahre, aber er hat zum Beispiel schon Limettenbäume, sodass man in der Hobbybar Caipirinhas von selbst gezüchteten Limetten trinken kann. Schon cool zu sehen, wie jemand mitten in São Paulo, in so einer Großstadt, dann einfach ja, Obst und Gemüse anbaut im eigenen Garten. Das Team vom Hobby-Hostel ist auch mega nett. Der Vater vom Inhaber macht richtig gutes Frühstück. Und er selber hat auch richtig viele gute Tipps, was man in São Paulo so machen kann. Also wo man gut essen gehen kann, wo man Party machen kann und so. Das haben wir sonst immer ein bisschen vermisst, irgendwie, dass wir irgendwo hingekommen sind und ja, uns niemand so richtig sagen konnte oder wollte, was man hier so Schönes machen kann. Wie gesagt, sind wir dann mit dem Bus weitergefahren nach Rio de Janeiro. Das hat ungefähr 6 Stunden gedauert. So, wir sind jetzt in unserem Airbnb hier in Rio. Wir sind ungefähr 5 Minuten von der Copacabana entfernt. Die Copacabana ist ein ziemlich beeindruckender Stadtstrand. Also auf der einen Straßenseite stehen die Hochhäuser und Hotels und auf der anderen Seite ist das Meer. Außerdem sind hier natürlich die ganzen Bars an der Straße entlang in Richtung Strand und man hört eigentlich den ganzen Tag Live-Musik. Ein richtiger Badestrand ist die Copacabana allerdings nicht. Die Wellen können hier ziemlich hoch sein und hier ist zum Teil auch ordentlich Strömung. Baden gehen kann man natürlich trotzdem, man sollte einfach ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu weit rausgehen.
Dann haben wir uns natürlich das Wahrzeichen von Rio de Janeiro angeschaut, den Cristo Redentor. Da kann man mit so einer Bahn hochfahren. Mit uns ist noch eine Gruppe partywütiger Brasilianer hochgefahren. Wie man sieht, haben wir die laute Musik, das Geklatsche und deren Lebensfreude sehr genossen. Oben angekommen hat man dann so einen wunderschönen Blick über Rio de Janeiro. Je höher man aufsteigt, desto schöner wird der Ausblick natürlich. Zusammenfassend kann man sagen, richtig schöner Ausblick, aber halt auch einfach übertrieben voll. Ist halt einfach so ein typisches Touri-Ding, was man da machen kann. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Eben mal von hier aus hat man viel schöneren Überblick eigentlich. Dann ging es zu einem weiteren Wahrzeichen von Rio. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Zuckerhutberg. Ja, auf Deutsch klingt es lustiger als auf Portugiesisch. Pau Açúcar heißt der auf Portugiesisch. Wenn man auf den Pau de Açúcar möchte, dann kann man entweder zu Fuß gehen. Das ist dann aber eher so ein Klettersteig. Deswegen haben wir uns für die Seilbahn entschieden. War gar nicht so einfach, den Anfang quasi zu finden von der Seilbahn. Wir sind dann auf Google Maps gegangen und haben die Seile bis nach unten verfolgt und da war dann auch die Station, die Talstation. Mit der Seilbahn gibt es dann zwei Stationen, also man muss dann einmal umsteigen. Und wenn man Student ist, sollte man auf jeden Fall seinen Studentenausweis mitnehmen, weil die Fahrt hoch und runter nicht ganz günstig ist. Und mit dem Studentenausweis spart man sich einfach mal die Hälfte vom Preis. Wie ihr seht, sind wir in der Dämmerung hochgefahren, weil wir den Sonnenuntergang von oben genießen wollten. Wie ihr seht, lohnt sich die Fahrt allein schon, wenn man so einen mega schönen Blick über Rio hat. Hier seht ihr, wie jemand zu Fuß auf den Pau de Açúcar gegangen ist. Ich weiß nicht, ob man das Video erkennt, aber der ist halt mit Klettergurt und Kletterschuhen und so hier hochgewandert. Da unser Budget jetzt sowieso schon überzogen war, haben wir uns gedacht, dann schadet ein Aperol Spritz jetzt auch nicht mehr. Das gehört einfach dazu, wenn man den Sonnenuntergang genießen möchte.
Genau, heute geht's auf Favela-Tour. Da haben wir von den Bekannten von gehört und es interessiert uns auf jeden Fall, wie die Leute da leben. Um dort hinzukommen, sind wir natürlich erstmal mit dem Taxi zum Treffpunkt gefahren, wo wir dann unseren Guide getroffen haben. Und dann sind wir mit so einem Cable Car hier hochgefahren. Wir sind in die Favela Santa Marta gefahren. Da Favela ist ja dafür bekannt sind, dass dort eher Menschen wohnen, die kein Geld haben, ist die Benutzung des Cable Cars kostenlos. Wie ihr seht, liegt die Favela oben auf dem Berg. Als sich nach der Kolonialisierung die Portugiesen zurückgezogen haben, da wurde dann auch die Sklaverei aufgegeben und die ehemaligen Sklaven mussten irgendwo wohnen. Und da haben sie sich diesen Ort ausgesucht, der so ein bisschen im Wald gelegen ist, weil man hier so ein bisschen abseits ist, aber trotzdem schnell in der Stadt unten drin ist. Die Favela ist an sich so eine richtige kleine Gemeinde. Also es gibt hier eine Polizeistation und eine Kirche und sogar einen Kinderhort. Eine Schule gibt es hier allerdings nicht, weil man möchte, dass die Kinder unten in Rio de Janeiro zur Schule gehen, damit sie halt auch das Leben außerhalb von der Favela kennenlernen. Wer interessiert ist, für ungefähr 80 Euro im Monat kann man sich hier so eine Hütte mieten. Und wie ihr seht, sind die Lebensumstände hier sehr, sehr einfach, aber es muss hier halt auch keiner auf der Straße wohnen. Stichwort Poverty Tourism. Also wir haben uns jetzt nicht so gefühlt, als würden wir uns da Elend anschauen oder so. Die Leute haben sich einfach sehr gefreut, dass wir da sind, weil durch Touristen eine neue Einkommensquelle entsteht in der Favela. Weil die Leute haben ja auch ihre kleinen Shops, wo man dann Essen kaufen kann oder Snacks oder ähnliches. Und auch das Geld, was wir für die Tour bezahlt haben, kommt natürlich zum Teil unserem Guide zugute. Aber natürlich auch der Gemeinschaft an sich. Ansonsten würde ich so eine Tour niemals alleine machen, also immer nur mit Guide. Aber als wir dann so mit ihr unterwegs waren, haben wir uns sehr, sehr sicher gefühlt, weil sie die Leute dort gekannt hat und ja, eigentlich keiner groß was von uns wollte. Die Favela Santa Marta ist deswegen so berühmt, weil Michael Jackson hier sein Musikvideo zu They Don't Care About Us gedreht hat. Und das Ganze fand hier auf diesem Platz statt. Da seht ihr das Mosaik von Michael Jackson und auch eine lebensgroße Statue von ihm. Und von ihr aus kann man auch schön so über die Stadt Rio de Janeiro schauen. Wir durften uns sogar ein Wohnhaus anschauen, dass wir uns halt so einen Eindruck machen konnten, wie die Leute da wirklich leben. Und das hier ist der Blick über die Stadt vom Dach aus. Also geht schlimmer auf jeden Fall. Für Samstagabend haben wir uns dann was gesucht, wo wir ausgehen können. Und da sind wir auf das Partyboot gestoßen. Wir sind hier am Hafen. Um 11.30 Uhr wurden wir abgeholt. Und dann war hier Party bis 4.30 Uhr. Und genau, mit allem, was dazugehört. Und Facepainting wurde sogar angeboten. Nicht nur partymäßig, sondern auch kulinarisch hat Rio einiges zu bieten. Dafür können wir The Secret Nomad Cooking sehr empfehlen. Da meldet man sich an, man weiß bis an den Abend vorher nicht, wo es dann sein wird.
Und dann wird da ein sehr geniales, quasi privates Drei-Gänge-Menü serviert. Und ich darf auf jeden Fall verraten, dass wir hier in Santa Teresa waren, was super cool ist, weil man da so über die Stadt gucken kann. Und das hier war unser Essen dann. Es gibt auch mehrere Auswahloptionen. Ich habe mich für Tintenfisch entschieden, aber man kann natürlich auch was anderes nehmen. Direkt an der Copacabana kann man natürlich auch sehr gut essen und trinken. Und wir haben diese Rooftop-Bar gefunden, die auf einem Hotel drauf war. Und auch von da aus hat man einen mega schönen Blick über die Copacabana und die Stadt. Nach einer knappen Woche hatten wir dann auch erstmal wieder genug von Großstadt und Strand. Da haben wir gesagt, wollen wir denn den Dschungel sehen? Und da sind wir dann nach Paraty-Miriam gefahren, weil es da ein total cooles Hostel mitten im Dschungel gibt. Von der abenteuerlichen Überfahrt dahin erzähle ich euch dann das nächste Mal. Ihr könnt, wenn euch das Video gefallen hat, gern Daumen hoch da lassen oder einen Kommentar. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr auch die nächste Chaosfahrt nicht verpassen wollt. Bis nächstes Mal. Ciao.